Hallihallo, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier aus dem TSW 3 mit der Baureihe 401 in diesem Klimaschützer Repaint. Wir stehen hier gerade in Kassel, die Pringles-Werbung ist da und dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein und rüsten auf, was wir aufrüsten können. Also erstmal ein Fahrtrichtungswender rein und Türen auf. So. Dann stehen wir einmal auf und gehen mal hier nach hinten. LZB an LZB an SIFA lasse ich aus. Ja, wobei doch, SIFA können wir eigentlich anmachen. Ist ja eh alles PZB LZB geführt. So, hier hinten ist sonst nichts mehr von Relevanz. Dann einmal in das Display hier reingeguckt. Können wir hier? Nee. Hier lässt sich auch nichts umstellen. Okay. Türen können wir schon schließen. Dann einmal den Bremsschlüssel. So, alle Türen sind verriegelt. Instrumentenbeleuchtung bitte an. Spitzensignal auf normal. Zugsammelschiene ist an. Dann einmal hoch auf 100. Dann Bremse lösen. Und auf geht's. Da fährt noch ein Talent 2 aus. Und wir schalten mal ein bisschen Leistung auf. So, da wir ja in der LZB sind, können wir auch den V-Sollsteller komplett durchdrücken. Schön, da oben sieht man noch den Mond. Ja, Kassel-Würzburg. Immer wieder eine Strecke ist einfach toll für den Fernverkehr. Ne? Kassel-Würzburg hat es einfach. Wir sind hier auf dem Teilabschnitt heute unterwegs zwischen Kassel und Fulda. Und ab Fulda übernimmt dann eine Kollegin, der wir den Zug übergeben.
So, da kommt uns der Gegenzug entgegen. Es geht schon immer ordentlich die Framerate in den Keller, ne? Sobald ein anderer ICE entgegenkommt. Runter mit der Helligkeit. Ich hätte es ehrlich gesagt etwas cooler gefunden, wenn der nicht modernisierte Führerstand vom ICE 1 mitgeliefert worden wäre. Also der mit dem analogen Display, mit der analogen Tachonadel. Das wäre schon, glaube ich, ganz cool, aber das mit den digitalen Displays ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir fahren 210, dürfen 250 fahren. Und halten in 75 Kilometern. Oh, haben meinen ganz kurz einen Halt zu erwarten gehabt, aber das hat sich jetzt schon wieder hochkorrigiert. Der Kehrenbergtunnel hat eine Länge von 2400 Metern. Hier einer dieser Gleise, wo man dann zur Seite genommen wird, zumindest als Güterzug in der Regel, um den Fernverkehr überholen zu lassen. Das finde ich auch immer wieder so faszinierend, ne? Von Tunnel auf Brücke in Tunnel sich da einfach schnurstracks durch die Landschaft pflügend. Das ist ingenieurstechnisch der absolute Wahnsinn.
Doppeltraktion ECI3. Sehr schön. War, glaube ich, eine 403, ne? Wir sind übrigens heute unterwegs ganz normal im Fahrplan. Also kein Szenario oder sonst irgendwas. So eine Art, ja gut, kein Wanderweg, aber oh. Ich habe jetzt mal das Fernlicht angemacht, damit wir ein bisschen mehr im Tunnel sehen können. Schön, schön, wie es hier aussieht. Toll wäre, wenn man irgendwann auch noch die Funktion hätte, dass das Ebola wirklich funktioniert. Ich glaube schon, dass es irgendwann kommen wird, aber dass es keine Priorität hat, ist irgendwie nachvollziehbar. Es ist so ein nice to have auf jeden Fall. So, wir haben halt zu erwarten in 12 Kilometern. Das ist halt einer der Nachteile, wenn man mit der AFB fährt, dass sie meistens nicht mehr ganz so viel Leistung zulässt, wenn man schon, hallo, wenn man schon nahe der von der AFB maximal zugelassenen Geschwindigkeit ist. Das heißt also, es ist eigentlich recht schwer, auf die 250 am Ende zu kommen, weil die Leistung, die aufgeschaltet wird, einfach nicht mehr dafür ausreicht. Zumindest nicht bei der Steigung, die wir aktuell haben. Würden wir jetzt ohne AFB fahren, dann könnte ich einfach ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Und dann würden wir viel schneller die 250 erreichen. Jetzt geht es aber dafür wieder bergab. Das
Das heißt also, die Leistung wird automatisch abgeschaltet. Jetzt haben wir die 250 sogar erreicht. Und falls wir noch schneller werden sollten, wird auch automatisch gebremst. Jawohl, das ist jetzt der Fall. Das macht die AFB auf jeden Fall sehr gut. Hält die Geschwindigkeit sehr gut, ja. Steht ein Güterwagen. Zwei sogar. Vom Typen KIJLS. Ungefähr 35 Kilometern. Kilometer mit 15 Minuten sind wir da. Es gibt ja die eine Mod für den ICE1, an der schon seit längerem gearbeitet wird, die aber noch nicht veröffentlicht ist, leider, wo es ein großes Soundupdate gibt und ich glaube auch die Fahrphysik so ein bisschen angepasst wird und auch ganz, ganz viele optische Spielereien, unter anderem hier so ein GSMR-Radio, das irgendwie funktioniert. Moment, ich muss mir einmal kurz was angucken. Ah, okay, von weit weg sah das sehr komisch aus, als die Texturen nicht geladen worden sind. Genau, also die Mod verändert dann halt viele Texturen hier in den Displays, passt die an, verbessert die. Unter anderem sind dann auch, glaube ich, hier diese Bremsdisplays vom ICE 3 auch da drin. Und halt GSMR, das funktioniert. Also funktionieren im Sinne von Zugnummer eingeben, Zugdaten eingeben und so. Und halt Sounds. Hier. Üst Richthof.
auch immer das heißen soll. Das ist einfach so eine schöne Gegend hier, oder? So schön bergig, zumindest hügelig. Züge, was will man mehr? Und vom Tunnel in den nächsten Tunnel. So, Ankündigung auf 2:20 in 12,4 Kilometern. Ja, also hier, diese Zahl hier ist im Grunde genommen die nächste Geschwindigkeit, die wir zu erwarten haben. Was wir aktuell fahren dürfen, ist durch den gelben Punkt hier gekennzeichnet. Gar nicht. Nein, der gelbe Punkt ist, glaube ich, die AFB. Und der rote Punkt ist, was wir aktuell fahren dürfen. Und hier ist halt der Abstand. Das heißt also in 2 Kilometern ungefähr, sobald das hier runtergelaufen ist, in 2 Kilometern dürfen wir dann 150 fahren. Und dann sehen wir, in 5,2 Kilometern dürfen wir dann nur noch 2:20 fahren. Und wir haben auch nur noch 8,6 Kilometer, bis wir da sind. Und das geht bei diesen Geschwindigkeiten wirklich schnurstracks.
Absturz wird auf jeden Fall schon ordentlich runtergebremst, weil wir halt zu erwarten haben. Das G leuchtet auch, der Gefahrenleuchtmelder. Aber solange er nicht blinkt, ist alles gut. Denn wenn er blinkt, dann heißt das, dass wir die Bremskurve nicht einhalten. Aber die AFB kriegt das in Kombination mit der LZB ziemlich gut hin. Noch 2,5 Kilometer und ein Halt zu erwarten. Müssen wir es natürlich nicht bestätigen. Macht mal die Display-Helligkeit hoch. Wir müssen das nicht nur mit 100% Zugkraft beschleunigen. Wir müssen da sein in 3 Minuten. Ich glaube, das bekommen wir hin. So, auch das muss nicht bestätigt werden. Hier auch nochmal Güterwagen. Und da ist auch der Bahnsteig. Ach, wenn man die Leute, die im markierten Bereich stehen, das geht gar nicht. So, wir halten an und öffnen die Türen. Gucken uns einmal noch ein bisschen hier um. 146. Güterwagen. Sind die eigentlich irgendwie interaktiv? Das habe ich nie irgendwie mal nachgeguckt. Okay, man kann sie kuppeln. Ohne Geräusche. Komisch. Ich glaube, die sind sonst nicht weiter interaktiv, ne? Hey, nee, naja. Haben Sie Angst vor langen Schlangen? Dann können Sie die Warteschlange und Expresskarten überspringen. Hm. Weiß ich nicht, ob das so witzig ist.
Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen, dafür, dass ihr hier mit dabei wart, und wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Tschüss.